Und ich brauche noch Nether, 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 Nether. Wo war das? Habe ich keinen Netherzaun mehr hier? Das ist natürlich blöd. Aber ich glaube, bei der Villager Farm ist noch welcher. Da müssen wir da mal eben kurz hin. Da müsste noch welcher sein. Ah, Glowstone. Fast vergessen. Oh, fast vergessen. Ja, das war sehr witzig. Dafür braucht er kein Mensch, das reicht. Das sind 13 Stück, die sollten uns eigentlich genügen. Aber ich mache vorher jetzt aber nochmal eine Reihe. Gut, dass wir immer Steine im Rucksack hatten. Da werde ich mir nochmal welche reinpacken. Ein Stack. Nein, nein. Da. Schaden kann es nämlich nicht. Okay. Dann brauchen wir jetzt, gucken wir wegen den Netherzaun. Den haben wir auf jeden Fall bei den Villagern. Los, rennen. Den holen wir uns dann eben, dann brauchen wir uns keinen machen. Dann müssen wir nur schauen, wo wir die Beleuchtung anbringen. Aber da wird uns schon was einfallen. Nehmen wir auch die Abkürzung wieder nach unten. Da war kein Netherzaun. War bestimmt nur da hinten drin. Hier. 26 Stück, die sollten reichen. Ansonsten können wir uns wieder welche machen. Haben wir noch alles mit. Dann gucken wir, dass wir vor der Dunkelheit unten am Bett sind. Autsch. Voll geil. Voll geil. So, wo gehen wir jetzt hoch? Am besten hier. Sag ich jetzt einfach mal. Gucken wir mal, dass wir das schon mal wegmachen können, wo wir dran kommen. Na komm. Komme ich innen auch dran? Nur in dem wieder nicht, ne? Echt witzig. Den mache ich aber trotzdem noch weg. Kostet es, was es wolle. So. Ach, es ist eh gleich dunkel. Ja, dann gehen wir erstmal wieder runter. Dann warten wir mal kurz, bis es Nacht wird. Und hauen uns hin. Gehen wir jetzt da nach oben. Dann können wir nämlich... es war knapp. Besser die Erde wegmachen. Nur nicht runterfallen. Weil das wäre dann mein Todesurteil. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Ich muss mich auch von innen hochstecken, ne? Sonst komme ich ja... Aber dafür muss erstmal das Wasser weg. Sonst kann ich da unten drunter die
die Teile nicht setzen. Oder komme ich von hier aus da dran? Nein, komme ich nicht. Oh, Leute, da komme ich nicht dran. Da komme ich nicht dran. Doch. An dem bin ich dran gekommen. Aber ich muss ja noch mehr machen. Also bringt mich das eigentlich nicht weiter. So, das haben wir schon mal alles weg. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Da war es nicht drunter. Da war es auch nicht drunter. Aber ich muss ja trotzdem darüber. Dann werden wir uns jetzt mal rüberbauen. Und zwar so, damit mir auch wirklich nichts passiert. So, da haben wir einen drunter. Da muss auch noch einer drunter. Oh, Leute. Oh Gott. Mir geht's gerade gar nicht gut. So, jetzt muss erstmal das Wasser weg wieder. Müssen wir warten, bis dann weggefallen ist. Es dürfte ein bisschen was dauern. Aber es fällt runter. Man sieht es. So, weg ist es. Dann setzen wir das jetzt wieder hier hin. Am besten wieder da. Dann fällt das nämlich jetzt runter. Und da rein werden wir jetzt einen Glowstone machen. Hier, genau hier rein. Und wir machen den da rein. Dann wäre natürlich... Und wir machen ihn da oben dran. Ne, am besten wäre wirklich, wenn er hier drin wäre. So. Ne? Oder wir machen zwei hin. So. Dann wird von außen vielleicht noch ein bisschen besser sein, zu sehen sein. Wir lassen hier mal zwei. Und wir machen nur einen. Ne, wir lassen mal die beiden da. So, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich da irgendwie wieder ohne Probleme runterkomme. Na, hier geht's ja. Nur wie kriege ich da? Doch, das geht. Das machen wir anders. Dann machen wir jetzt mit dem Trick. So kriegen wir die Slabs da drunter. Genau so. Ha. Wäre ja gelacht. Müssen wir es halt so machen. So geht's aber auch. Dann kann ich mir da nachher das Hochstecken sparen. Waren ja nur noch die. Ne? Soweit ich das in Erinnerung habe. Die anderen sind eigentlich alle. Ja, müssten eigentlich. Muss ich nur zu meinem Erdehügel und gucken, dass ich den weggemacht kriege. Am besten ich springe, gehe in diese Richtung. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Oh. Jo, drauf bin ich. Das machen wir aber so, dann mache ich nicht mit der Schaufel. Ich habe so schon ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Kann ich ruhig die Schaufel benutzen. Müssen wir mal gucken. Da bringt es das nichts dran zu machen. Aber da könnte man zum Beispiel... Ich mal guck gerade mal. Ich müsste mal eigentlich auf die andere Seite. Komme ich da dran? Ja, komme ich. Sehr schön. Husche ich mal darüber. Könnten wir nämlich da
Glowstone anbringen. Warte mal, wo habe ich denn meine Slabs? Da muss ich ja eh zwei Stück drunter machen, weil sonst geht das mit dem Netherzaun nicht mehr. Wenn wir so machen, wenn ich jetzt da noch einen Glowstone anbringe, da drunter, so, und da drunter noch den Slab, wenn ich denn da dran komme. Okay, das mit dem Slab ist wahrscheinlich zu viel des Guten. Jetzt kann ich auch hier runter gehen. In der Zeit machen wir schon mal so ein bisschen was von dem Erdstift weg. Wenn wir da einen haben, gucken, wo wir den nächsten anbringen. Vielleicht hier. Wäre vielleicht noch zu nah, ne? Ich würde sagen, das wäre zu nah. Dann gehen wir erstmal hier runter und bringen den da an. Da können wir uns nämlich hier hochstecken. Nein, können wir nicht. Jetzt können wir. Dann machen wir da jetzt den nächsten. So. Und dann bringen wir hier an. Oder? Ne, den bringen wir da drüben an. Hier. Und dann kommt da noch einer dran. So. Haben wir da, da, da. Jetzt muss nur noch da drunter einer. Jetzt habe ich vergessen, den Kackstift wegzumachen, ne? Verdammt. Da muss ich mich aber hochstecken für. Sonst komme ich da nie dran. Wie immer. Muss mich eh gleich hinhauen. Da ist schon wieder ziemlich spät, sagt meine Minecraft-Uhr. Aber wir liegen eigentlich ganz gut in der Zeit. Warte mal, da könnte ich mich am besten, bevor ich erst ganz nach unten gehe, gehe ich jetzt erstmal ganz nach oben. Und mach den dann weg. Wo komme ich ja dran? Und da gehen wir jetzt gleich drauf. Aber wir machen das so. Wir gehen auch nochmal sicher. Und dann bauen wir uns jetzt einfach runter. Und dann ist das Problem schon gelöst. Dann haben wir uns schnell ins Bett und hoffen, dass jetzt in der Zeit kein Creeper kommt. Steh auf, steh auf. Oh, Gott sei Dank. Da kommt gleich eine ganze Armee an. Bleibt mich bloß von der Pelle. So, jetzt brauche ich trotzdem noch meine Steine, weil den mache ich jetzt hier weg. Wenn ich da dran komme. Ich kam dran. Kommt dann nämlich ein Glowstone rein.
Dann ist das nämlich nachts auch schön beleuchtet. Also muss man gucken, der ist höher. Die sind tiefer. Das würde bedeuten. Das würde bedeuten. Ich könnte hier Glowstone hinmachen. So. Sieht das in der Ecke aus oder soll ich die lieber? Ich glaube, den mache ich da lieber weg und mache den lieber hier rein. Dann sieht man den nicht so komplett. Ich glaube, das ist besser. Muss ich gerade erstmal gucken, wie das war. Das war so. Ich habe immer Angst, dass hier ein Creeper hinter mir auftaucht. So, das wäre dann die goldene Ecke. So, den einfach da reinsetzen. Auch da drunter. Den hole ich mir, den Slip. Den lasse ich euch nicht. Ja, und da kann ich ihn nicht hinmachen, weil da schon besetzt ist. Das ist natürlich sehr schön. Das ist natürlich blöd. Dann nehmen wir die Ecke hier. Na, wir nehmen doch die Ecke. Komm, wir nehmen doch die Ecke. Dann ist es ein bisschen heller. Ich muss den ja eh wegmachen. Nehmen wir doch die Ecke. Na komm schon, geh da hin. Das war falsch. Das musste doch so. Nehmen wir doch diese. Wunderbar. Wollen wir da noch irgendwo so ein Teil dran machen oder reicht uns das von der Beleuchtung her? Na nu, bin ins Wasser gefallen. Jetzt würde ich ja fast behaupten, wir machen da noch einen dran. Aber dann müsste ich da auch noch einen dran machen. Da. Aber ich will das ja nicht überall ist hier Wasser. Ich will das ja nicht übertreiben mit der Beleuchtung. Jetzt machen wir noch da einen dran. Aber wir werden auch wieder zu nah zu dem Teil. Dann lassen wir das so. Wir müssen uns das mal bei Nacht angucken. Es wird wohl irgendwann mal passieren, dass wir das bei Nacht sehen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich da noch einen dran machen soll. Man könnte ja noch... Könnte er noch einen dran machen? Ich will aber auch nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, dass hier gerade keine Monster kommen. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Da könnte man da einen hinmachen. Direkt da. Da so dran. Wir gucken uns das mal an. Wir machen da mal einen hin. Jo. Kann man so lassen.
Jo, ist wunderschön geworden. Ich muss sagen, ist besser als bei dem, was ich bei dem Let's Play da gesehen habe. Man lobt sich ja eigentlich, soll man sich eigentlich nicht selber loben, aber es ist schöner geworden. Ich habe auch kein Obsidian genommen. Sondern Nethersteine. Obsidian hätte ich, glaube ich, genug gehabt, aber ne, wenn man das dann doch mal wegmachen sollte oder wenn was schief geht, dann ist man ja stundenlang da am rumhauen. Und so schön sieht das Obsidian auch nicht aus. Das mit dem Netherstein sieht schon besser aus. Und das ist wirklich richtig hoch geworden. Meine Güte. Ja, jetzt müssen wir nur noch später gucken, wie wir das hier angleichen. Vielleicht werde ich da schon mal so irgendwie mir was überlegen, schon mal ein bisschen was anfangen. Muss ich mal schauen. Jetzt werden wir erstmal die Fackeln hier wegmachen. Die brauchen wir nicht mehr. Kommst du her? Doch. Hat was das Teil. Das kann auch weg. Und ich lasse das nochmal stehen. Wir werden hier bestimmt nochmal die eine oder andere Nacht verbringen. Wir müssen noch den Rest hier so ein kleines bisschen angleichen. Ich würde das ja ganz gerne mal bei Nacht sehen. Da muss ich jetzt erstmal noch mal warten, bis es dunkel ist. Aber das dauert ja nicht mehr lange. Da können wir mal oben auf unseren Balkon gehen und uns die ganze Geschichte nämlich dann mal angucken. Stolz wie Oscar können wir da drauf sein. Bringe ich aber erstmal meine Level weg. Muss ich hier noch irgendwas reparieren? Im Moment nicht. Dann tun wir die mal ganz kurz in Sicherheit bringen. Na, lass mich da rein. Dann speichern wir die nämlich eben ab. Gut, das können wir dann hier rein tun. Die Workbench, die kam da rein. Die Erde behalten wir. Einmal Wasser, den muss ich noch auffüllen. Netherstein. Den tun wir erstmal wieder da rein. Den Zaun selber kann ich auch wieder zu den Villagern hinbringen. Achso, das musst du doch da rein. Genau. Ja, komm. Die tun wir noch bei den Villager mit bei. Level sind weg. Jetzt ist es gleich gleich schön dunkel. Den Eimer Wasser muss ich gleich noch auffüllen. Aber jetzt gehen wir erstmal. Oh doch, das ist ja sowieso da. Nach oben. Dann füllen wir eben den Wassereimer auf. Und dann ist das soweit. Wird's dunkel. Hier in unserer Braustation. So, den Eimer Wasser haben wir auch wieder. Ich hätte hier, glaube ich, noch was zu essen über. Über ist gut, ne? Mal auffüllen. So, dann gehen wir jetzt mal Richtung Balkon. Ist das nicht herrlich? Mal ausmachen. So, dann warten wir mal, dass es jetzt dunkel wird. Ist zwar noch nicht fertig, aber wir können stolz darauf sein, was wir geschaffen haben. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das bei der Beleuchtung gleich aussehen wird. Wir lauschen den Klängen der Musik und warten mal, dass es Nacht wird.
Nur langsam kommt die Beleuchtung zur Geltung. Es ist wirklich groß geworden, das Teil. Bei ihm ist das nicht so. Der hat die Kurven irgendwie anders gemacht. Jetzt so langsam wird es richtig dunkel. Wunderhübsch. Da oben die Beleuchtung, die wird man bestimmt vom Weiten sehen, wo wir die zwei Stück reingemacht haben. Sieht doch wirklich grandios aus. Gucken wir mal ein bisschen weiter von hier aus. Ja. Da komme ich nicht durch. Bin zu dick. Einfach super. Gut, mit diesem Ausblick. Na? Ja, so geht's. Werde ich dann diese Folge erstmal beenden. Wir haben das Teil fertiggestellt. Ja, tatsächlich, wir haben es geschafft. Es ist fertig. Und damit sage ich gute Nacht. Haut rein, Leute. Wir sehen uns demnächst bei Minecraft. Gute Nacht.